Meisterschaften Young DSK. Auf Platz 2 steht von der 90 Hannover Michael Lütschke. Auf der Mann 2 von der 90 Hannover der 4. platzierte deutsche Kurzbahnmeisterschaft Ruben Meck. Auf der Mann 4 vom DSW Darmstadt der Weltmeister von Kasan und Olympia 7. Marco Kopp. Der Vizemeister der Süddeutschen Meisterschaft, Nico Kerner. So, zwei Schwimmer auf dieser Strecke unter der Qualifikationsnorm geblieben, neben Marco Koch, bei dem man das einfach mal voraussetzt als Weltmeister auf der Anbahn. Auch Philipp Heinz aus Heidelberg wird allerdings sicherlich nicht in Kanada auf dieser Strecke an den Start gehen, wird sich auf seine Lagen konzentrieren. Aber auch die Endlaufzeit von 2:05:01, die er da schwimmen müsste, die ist da, glaube ich, schon ziemlich heftig. So, 27:46, liebe Sportfreunde, da sollte man ein bisschen Obacht geben auf das, was der Marco Koch hier schwimmt. Der ist ja bereits deutschen Rekord über die Einheit wieder geschwommen. Und wenn er jetzt deutschen Rekord hier schwimmt, da reden wir dann schon vom Weltrekord. In der Zwischenzeit, bei seiner Bestzeit, die liegt noch 500 Sekunden über dem Weltrekord, 58:46. Da werden wir mal blicken drauf. Riesenvorsprung hat er schon, das war klar. Wir sind im Weltrekord wieder und ich denke, wenn wir in Berlin ein Weltrekord haben wollen und ich will den und ihr solltet den auch wollen, dann soll ich mir jetzt mal einen Brust schon einhalten, wie es geht. Da sind wir gespannt. Die nächste Orientierungsmarke wäre die 150 Meter Marke, 21:52.